Die Bengalos sind vorbereitet, die Huls legen ihre Vermummung ab und die Ultras bügeln ihre Schals, denn die Fußball-EM steht am Elfmeterpunkt. Wir von Plan B schauen deshalb nach, wer von den Ballesterern auch am Pokerfloor erfolgreich ist. Deshalb heute die 10 erfolgreichsten Fußballer am Pokertisch. Nicht durch ihre Pokerskills, wohl aber durch ihr Verhandlungsgeschick erfolgreich sind. Der teuerste Torhüter der Welt, Gianluigi Buffon, die römische Legende Francesco Totti, der schöne Neymar und die spanische Tormann-Legende Santiago Canizares. Diese vier Herren verbinden sehr gute Verträge mit ihren Online-Anbietern und cashen damit sicher mehr als mit ihren Pokerskills. Wie auch immer, Sammelstelle käuflicher Liebe, Platz 10. Platz 9 belegt der aktuelle englische Meister Jamie Vardy aus der Stadt, die so klingt wie die Hauptstadt der Hater, Leicester City. Sein Nickname ist The Cannon, was wohl seiner explosiven Persönlichkeit zuzuschreiben ist, nicht nur am Fußballplatz, sondern vor allem am Cash-Game-Tisch. Sympathisch ist er aber nicht. Denselben Platz wie seine Position bei Liverpool in den 90er Jahren belegt Jan Mølby aus Dänemark. Defensives Mittelfeld und Platz 8. Die immer etwas übergewichtige Kultfigur der Reds wurde bei der EPT Kopenhagen 2012 nennenswerter 45. Heute moderiert Big Jan für einen dänischen TV-Sender und spielt manchmal Poker. Auf Platz 7 liegt Ronaldo. Na, der andere. Der glatzköpfige Stürmer mit der Zahnlücke war der beste Fußballer seiner Zeit. Ronaldo Luis Nazario de Lima wurde mit Pelé verglichen und Wayne Rooney mit ihm. El Fenomeno wurde in diesem Jahr schon 7. beim PCA Sixmax und seine Live-Caches belaufen sich auf $46.000. Er hat im Taxi schon mehr Geld liegen lassen, als er bei der WSOP gewonnen hat, Max Kruse. Kein Profifußballer war jemals so nah an einem Bracelet dran wie der ehemalige Nationalteamspieler. Der Wolfsburger Stürmer wurde beim Deuce to Seven Draw Lowball in Las Vegas 3. Deuce to Seven Draw Lowball. Boah. Der Star der EM 1992 war der Schwede Thomas Brolin. Er beendete seine Fußballkarriere mit Ende 20, spielte aber zu dieser Zeit schon recht erfolgreich Poker, was ihn 2006 dazu veranlasste, sich als Pokerprofi zu bezeichnen. Ihn schmücken 2 EPT-Caches und Platz 5 in unserem Ranking. Ein echter Profi in jeder Hinsicht ist Sergej Barbaras. Er wurde im Fußball zwar nie Meister, dafür aber bei der 25. Poker-EM 4. und holte sich fast so viele gelbe Karten, wie er Tore schoss. Früher launenhaft am Fußballplatz, heute souverän am Pokertisch. Er ist der rechte Verteidiger auf Position 4. Das bronzene Pokerschüchchen bekommt der Mann von Shakira, Gerard Piqué, übergestreift. Der Barcelona-Innenverteidiger beherrscht das kleine 1x1 des Verteidigens. Stellungsspiel, Präsenz, Timing im Zweikampf und ein bisschen Tiki-Taka. Er legte es auf Poker um und holte sich den 3. Platz beim 5K Sixmax Turbo 2011 in Nona, Barcelona. Runner-up in unserem Ranking ist Teddy Sheringham. Er war mit Manchester United 3-mal Meister, hat 16 Handmob-Einträge und 1999 ließ er die Bayern-Fans bitter weinen. In den 11 Jahren seiner Pokerkarriere gewann er bisher $329.000 bei PPOs, EPTs und WSOPs. Kopfbälle waren seine Stärke und Köpfchen braucht er auch am Tisch. Der erfolgreichste Fußballer am Pokertisch ist Tony Cascarino. Bevor der ehemalige Friseur fast $593.000 erpokerte, waren seine Stationen Aston Villa, Celtic Glasgow, Chelsea, Olympique Marseille und Nancy. Dass er in unseren Breiten nicht wirklich bekannt ist, liegt daran, dass er pokertechnisch nur auf den Inseln Großbritanniens und in St. Kitts in Erscheinung trat. Er ist der Pokalsieger der pokerspielenden Ballesterer. Wir gratulieren. Wenn ihr noch nicht genug habt von unseren Rankings, dann könnt ihr euch jetzt weiterklicken. Ganz einfach, nämlich hier zu den schönsten Pokerspielerinnen der Welt und hier unten zu den erfolgreichsten Pokerpaaren. Und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren und natürlich auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen, nicht vergessen. Twitter haben wir, Instagram haben wir und seit neuestem eine neue Website. Bis zum nächsten Mal.